Ja, eine Person, weißer Pulli. Bestätigt, wenn Sie Hallo? Hilfe brauchen, Moin! sagen Sie Bescheid, dann Hallo? fahren wir an. Bleiben Sie mal stehen, Ach. bitte. Was ist denn hier los? Ach, ich bin gestolpert. Oh, mein Knie. Ja. Hallo, ja. Ich habe mich aus meiner Wohnung ausgesperrt und ja. Und Aus Ihrer Wohnung. ja, also aus meiner Firma hier. Und ich habe da dort meine wichtigen Sachen drin, die ich heute für mein Gespräch brauche, meine Firma. Aha. Und ja. Ja. Können Sie erstmal die Vermummung Unit 5 runternehmen? mit Status 5, kommen Sie. Ja, natürlich. Ja, check. Uff. Wir fahren an. So. Herr Loco, nehme ich an. Ja. Und warum sind Sie dann jetzt weggerannt? Bin ich nicht, ich wollte nur hier kurz mal. Hier nur mal kurz wegrennen, ne? Nee, ich bin nur Genau. kurz Beine auslaufen gegangen. Aha. So, was ist denn das für eine Firma hier? Loco GmbH. Die Loco GmbH. Was macht denn die Loco GmbH? Motorräder verkaufen. Motorräder verkaufen. Ja. Was für ein Modell zum Beispiel? So. Demon. Ja, solche Geräte halt, ne? Sie stehen gar nicht im Handelsregister, nehme ich an. Doch. Ich glaube nicht, weil eine Loco GmbH wäre mir nicht bekannt. Wir haben neu aufgemacht. Ja, dann würden Sie ja im Handelsregister stehen. Genau, das will ich Ihnen damit sagen. Vielleicht wurde es noch nicht angemeldet. Wir haben ganz frisch aufgemacht, vielleicht deswegen. Wer weiß. Okay, haben Sie Papiere dazu? Ja, habe ich. Dann würde ich doch gerne mal nehmen. Was haben Sie denn da für Papiere? Viele. Ja, ich nehme die dann. Okay. Bauen Sie einen Krankenwagen. Nee, nee, passt. Wenn ich Ihnen ehrlich bin, ich habe eigentlich gar keine Papiere. Bin ich Ja, mit ehrlich. Wesig, Herr Loco. Sie wollten hier einbrechen. Nee, einbrechen ist auch übertrieben. Ja, uns Ich wollte ging mal ja ein reinschauen. Hausalarm rein. Ne? Ich wollte mal hier an die Tür klopfen, ob da jemand drin ist, ne, und dann. Aha. Gut, ich würde Sie erstmal bitten, die Hände in den Kopf zu nehmen, sich zum Fahrzeug zu drehen. Werden wir mal schauen, ob Sie illegale Gegenstände dabei haben. Ja, klar, machen wir. Fantastisch. Haben Sie irgendwas dabei, worin ich mich verletzen könnte? Gute Frage. Schauen Sie mir. Ja, müssen Sie ja wissen. Muss ich auf irgendwas Acht geben? Ja, ich habe da vielleicht das ein oder andere. Okay, dann taste ich Sie vorsichtig ab. Ich habe eine AP-Pistole dabei, Herr Lobo. Ja, kann möglich sein, vielleicht. Verstehe. Ja, das ist prinzipiell jetzt ungünstig, ne? Ach Quatsch. Gut, Ich Herr wollte ja auch nur Loco, mal klopfen, ne? Sie sind vorläufig festgenommen. Wo finde ich denn Ihren Ausweis? Hinten links. Hinten links. Aber ich wollte doch nur klopfen. Mit einer AP-Pistole am besten. Ja, das sind Freunde von mir. Gute. Verstehe, verstehe. Weil es Freunde von Ihnen sind, rufen die die Polizei? Ein bisschen fragwürdig, ne? Blut. Ja. Die haben uns ja schließlich auch angerufen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, eigentlich bin ich auch hier das Opfer, wenn ich Ihnen ganz ehrlich bin. Inwiefern? Ich wurde ja auch eigentlich angestiftet. Hm? Von wem? Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ne, aber das ist ein alter Freund von mir, der Dogen. Dorgan kenne ich ja. Ja, der hat mich jetzt angestiftet. Der Mistkerl. Okay, wo ist denn der Dorgan? Weil Sie sind ja offenbar nicht mit dem Auto hergefahren, ne? Ja, gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Der ist hier einfach weg. Er hat sie hergebracht, ist dann weggefahren, ja? Ja. Verstehe. Ihnen ist bewusst, dass Sie ziemlich schwer verletzt sind, ja?
Sie bluten am Arm, am Bein, am Kopf. Ich würde Ihnen da jetzt erstmal Verband drüber machen und dann werden wir mal einen Krankenwagen gerufen. Ne? Ja, vielleicht hat das auch dazu gefolgt, dass ich hier eben gerade ein bisschen umgeknickt bin. Ja, das meine Beine. Das denke ich nämlich auch. Ich prüf das mal. Check. Gebäude clear. Check. Fahrer rollt. Ja, verstanden. Ich fahre gerade das Auto ein Stück zurück. So, Herr Loco. Mhm. Was hat Sie jetzt konkret hier vor? Ich meine, dass Sie hier also, einbrechen wollen. Wenn ich Ihnen ehrlich bin, ich habe jetzt auch keine Lust davor, Ihnen irgendwas zu erzählen. Dieser Dogen hat mich hier gezwungen. Am Anfang wollte ich nicht mitmachen, dann hat er mich halt hier so zugerichtet, wie ich halt aussehe. Ja. Er hat mehrmals auf mich eingeschlagen, eingetreten, alles, bis ich das halt dann gemacht habe. Und er meinte, ja, wenn die Polizisten dann kommen, wird er mich dann abholen. Mhm. Das hat er dann hinter ihn auch gemacht. Und ja, anscheinend hat er mich dann nicht abgeholt und hat mich ihn einfach bei ihm stehen lassen. Und ja, der wollte dann das Geld für sich behalten. Ja, und dann hat er gesagt, dass ich dann das weiße Fahrzeug gut da aus der Sache draußen bin und alles fertig ist. Aber habe ich ja gesehen, was ich davon habe. Ja, verstehe. Okay. Jetzt werden wir Sie erstmal medizinisch versorgen, dann werden wir Sie mit auf die Dienststelle nehmen. Hatten Sie nicht gestern noch zu mir gesagt, als ich Sie erwischt habe ohne PKW-Führerschein, dass wir auf der legalen Seite bleiben? Ist ja legal. Das Fahrzeug fällt weiter. Also, ich habe hier niemanden zum Schaden gebracht. Ich habe eine automatische Pistole dabei. Die habe ich nicht dabei, wenn ich legal bin. Ich habe sie aber auch nicht gegen jemanden verwendet. Das reite ich Ihnen auch sehr positiv an. Keine Frage. Nichtsdestotrotz haben Sie eine vollautomatische Pistole dabei. Wenn Sie ehrlich sind, Sie hätten doch auch gerne eine, oder? Ich bin beim FIB. Ich habe wahrscheinlich mehr als Ihre gesamte Gruppierung. Also ich schätze, ich habe um die 60 AP-Pistolen. Ich glaube, ich verzichte auf eine mehr. Dann können Sie mir die ja lassen, ne? Nein. Absolut nicht, ne. Gut, ich schaue sie mir nochmal an, die immer noch so stark bluten. Wie Sie schon sich denken können, hat mir der Dogen auch die zugesteckt, ne? Ja gut, das können Sie natürlich jederzeit behaupten. Wir werden auf jeden Fall mal die Seriennummer prüfen. Da sehen wir ja dran, wer die hergestellt hat. Sofern eine fand. Und da wird wahrscheinlich wie immer der gleiche Name rauskommen. Ja. Ich prüfe das tatsächlich gleich mal, würde mich. Ich hab das am besten dann auf Slideshow deinem Blatt. Das ist tatsächlich ein anderer Name. Oh. Sag ich Ihnen ja. Das ist Ramon Sanchez Lazos. Oh mein. Das ist nicht Revax Eichinger heute. Absolut nicht. Eieiei. Ja. Interessant. Ich schreib's mal auf. Ja, schreib mal auf. So. Haben Sie Geschäfte mit Los Lacandon? Ich nicht, aber was der Dogen da macht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ah ja, verstehe. Moin. Einen wunderschönen Grüße. Moin. Ja, ich schätze, kannst du selber erklären. Arm, Bein und Kopf. Ordentlich am Bluten, Tourniquet hat er mittlerweile dran. Okay. Ach du Heiliger. Mhm.
Was passiert da ja? Ja, ich wurde von jemandem, von einer Person so zugerichtet, kann ich sagen. Okay, Ja. Okay. Ich werde Ihnen einmal kurz ein kleines Pulsoximeter anlegen. Dann brauchen wir jetzt keine Kabellage wegen einem EKG oder ähnliches. Ja. Oh. Okay. Wir haben einen leicht erhöhten Puls und einen erhöhten Blutdruck. Wie schaut es mit den Schmerzen bei Ihnen aus? Eine 7, würde ich schon sagen. Sind irgendwelche Allergien bekannt, was Medikamente angeht oder ähnliches? Nee, ich bin reihe, ich bin gesund. Okay, alles klar, dann würde ich Ihnen einmal ein Schmerzmittel geben. Hallöchen. Grüße. So. Okay, dauert einen kurzen Moment, bis es wirkt, aber dann dürfte es Ihnen gleich wieder besser gehen. Ne? Mhm. So, in der Zeit schaue ich mir einmal Ihre Verletzungen an. Sind ja von den Beamten relativ gut soweit verbunden und erst versorgt. Ja. Gut. Okay, gut. Das Tourniquet könnt ihr ihm eigentlich wieder abnehmen. Ja. Weiße Fahrzeuge, zwei weiße Fahrzeuge. Dann brauche ich das jetzt nicht einstecken. Nee, das musst du jetzt selber machen. Ja. Bei Joko, geh mal in Deckung. Okay. Sie bleiben genau da, wo sie sind, ne? Ich? Jo. Jo, denke ich wieder zurück. Fahren weiter. Ich schau mal, dass ich mich aufs Dach begebe. Ja, der Joko geht weiter. Okay, dann nehme ich ihn jetzt. Die Fahrzeuge sind wieder da. Mhm. Hat sich gerade erledigt. Medizinische Versorgung ist immer ein bisschen schwierig, wenn wir umkreist werden. Check, eine Person sitzt drinne. Von dem anderen weißen Fahrzeug keine Spur. Doch, hier vorne, auf der Straße. Auf der Straße, hier vorne. Ja, ich hab gesehen. Ich hab das Fahrzeug hinter dir im Blick. Es verzögert sich nur wegen ihren Kollegen, ne? Nicht wegen uns. Das kann nur ewig dauern, weil sie brauchen dringend medizinische Versorgung. Ich merk's, kann ich nicht da hinten zum Medic gehen? Okay, das können wir nicht machen. Wir können sie gerne im Auge behalten. Da halt ihn mal hier unten im Auge. Ich versuche da mal mit denen zu reden. Bestätigt. Wenn sie wegrennen, haben sie ein Riesenproblem, Herr Loco. Herr Brinkhoff, Sie bleiben an dem Tatverdächtigen. Moin! Ihrem Kollegen geht's richtig, richtig scheiße. Der braucht medizinische Versorgung. Und die zögern sie gerade immens hinaus. Wenn er mir hier gleich umkippt, geht das auf ihre Kappe. Haben nicht geantwortet, scheinen aber ein bisschen hier wegzufahren zumindest. Versorgung wieder aufnehmen. Ich halte die beiden weißen Fahrzeuge da hinten im Blick. So der andere ist gerade abgehauen über die Brücke. Ja, gut. Okay. So, jetzt muss ich aber mal ein bisschen schnell machen, weil ihre Wunden sind leider wieder aufgegangen. Okay,
wie schaut's für dich zur Information, der Trainee hat keine scharfe Waffe dabei, da Schmerzen die mittlerweile? Ja, ist mir bekannt. Also, leichte Schmerzen habe ich noch, aber schon um einiges besser geworden. Ja. Okay. Von der Skala 1 bis 10, was würden Sie einschätzen? Eine 3. 3 kommt 3. Gut. Okay, gut. Gut. So, lege ich Ihnen da nochmal einen neuen Verband an. Nehmt ihr bitte ihm das Tourniquet ab? Ja. Danke. Erschrecken, ich löse jetzt das Ding. Oh. Nicht, dass es zu lange drauf ist. Ja. Yes. Direkt viel entspannter, Alter. Ja, es könnte ja, jetzt mit den Beinen ein bisschen kribbeln. Aber das lässt schnell wieder nach. So, okay, gut. Dann lassen Sie mich nochmal kurz Ihre Vitaldaten schauen. Puls ist noch ein bisschen niedrig, aber das ist vom Schmerzmittel. Das haben wir aber gleich, das ist kein Problem. Herr Polizist, wenn ich Ihnen auch ehrlich bin, ich glaube tatsächlich, dass Sie nichts von Ihnen wollen. Ich glaube, die wollen eher was von mir. Warum das? Weil, wie soll ich sagen? Sie wissen ja, ich war früher ein Teil von denen. Mhm. Und in Jackson County haben sich schon die Wege von uns getrennt, auf der Art. Und da habe ich mich mit denen getroffen und dann ist halt so gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Und ich glaube, die wollen immer noch was von mir. Und ich weiß nicht, ob die nett damit zu reden sind oder nicht. Und ich glaube eher nicht. Also sie denken, die wollen sie hier einpacken. Ja. Aber gut, sie haben ja gesagt, der Dorgan hat sie hierher gefahren, dass er deren OG und sie tragen weiß. Wie glaubwürdig ist das dann? Ich weiß, dass es nicht glaubwürdig ist, aber der hat mir die Tasche dorthin gestellt, hat gesagt, ich mach das. Und da hat er mich ja davor verprügelt, in der Art, kann man sagen. Und was hatte ich denn für eine Möglichkeit? Wo hat er sie verprügelt? Hier direkt vorne auf der Straße war das. Aha. Ich hatte ja keine andere Möglichkeit, außer das zu machen. Also Sie wollen am besten, dass wir Sie in Sicherheit bringen, ja? Ja, wäre gut. Aber ob Sie das können, weiß ich ja nicht. Wenn Sie sogar schauen, müsste da noch etwas Blut vor meinem Mund liegen, weil der mir einmal, ich glaube, mein Backenzahn war das oder so, ist da vorne auch rausgeflogen, wenn Sie vorne auf der Straße schauen. Wie gesagt, wir können Sie gerne auch evakuieren, das ist kein Problem. Das ändert aber nichts an den Straftaten, die Sie womöglich verbrochen haben. Ja, das ist ja auch gar kein Problem, aber ich will einfach nicht mit denen allein hier sein. Okay. Wir sind ja hier. So, ich nehme Ihnen einmal Pulsoxy wieder ab. Mhm. Und dann wäre meine Behandlung soweit auch abgeschlossen. Mit ins Krankenhaus muss ich Sie nicht mitnehmen. Da besteht kein Bedarf. No? Gut. Okay. Gut, dann war es das von meiner Seite aus. Wünsche ich Ihnen soweit gute Besserung. Passen Sie auf Sie auf. Und wenn ich nicht weiter benötigt werde, würde ich mich dann wieder verziehen. Ja, ich danke dir, ne? Gerne. Tschüss, bitte. So, Kollege Brinkhoff, kommen Sie mal ran. Jo. Dann würde ich Ihnen einmal die Rechte verlesen. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, zu jeder Vernehmung einen Verteidiger hinzuzuziehen und sollten Sie sich keinen leisten können, so wird Ihnen einer gestellt. Haben Sie das verstanden? Ja. Alles klar, mein Kollege bestätigt. Jawohl. Dementsprechend werden wir Sie jetzt erstmal mitnehmen und dann... Schauen wir weiter, kommen Sie mal mit zum Fahrzeug. Aktuell eine weiße gekleidete Person im vorderen Wagen. Check. Gut, immer den Kopf einziehen, und ne? Und im hinteren Wagen zwei Personen. Ja, stecken Sie mal ein, genau. Wir sind aufgesattelt, wir können. Check, ich komme runter. Herr Cortez, bleibe ich hier oder komme ich jetzt mit? Ja, nicht mit mir, Sie sind beim Herrn Schmidt. Wir fahren dir dann hinterher, ja? Ja. Achtung wegen Nagelbändern. Versuch
weißen Fahrzeug auf Abstand. Ich glaube, er ist durch die Nagelbank gefahren, der... Ich bräuchte aber meinen Abschlepper. Nein, Achtung, negativ. Steht an uns. Ah, bestätigt. Ein weißes Fahrzeug vor mir. Ich bin 55 an. Fertig, kommen Sie. Die 55 sowie 19 melden sich in dienstbenötigte Einteilung bevorzugt HWP kommen. Ah, negativ. Beide auf LSPD Unit 1 kommen. Mach mal klar, dass die im PD bereitstehen. Ja, Jackson mit Ender. Jackson. Weitere Informationen für Sie. Halten Sie sich mit Langwaffe im PD bereit. Wir werden verfolgt von zwei weißen Fahrzeugen. Komm. Ja, Jack, ich muss Kollegen kurz abholen, dann können wir das sofort machen, komm. Bestätigt. Ende. Mauer, bin 2. Die wollen aber dringend Check. Zu ihnen, wie es aussieht, ne? Das glaube ich auch. Ah, die versuchen mich hier abzudrängen. Ja, gib Gas. Ich sag ihnen, die sind unberechenbar da hinten. Wir sichern das Tor von außen. Hier ist noch einer, hier ist noch einer. Bleib mal hier, hier ist alles voll. 3, 4 weiße Fahrzeuge. Ein SUV, eine Person. Ein Sunrise, eine Person. Ein Sportwagen, 2 Personen. Und der Tempesta da hinten ebenfalls mit einer Person. Wo fährt der Scout gerade hin? Kollegen abholen, komm. Ja, wo? Ja, CRS, komm. Wie fährst du denn zum CRS? Ja, ich weiß, okay. Ich hab mich gerade absolut verfahren gekommen. Ja, verstanden. Ja, die 12 befindet sich hier jetzt auch mit dem Crown Vic. Sollen wir wechseln, dass der Beschuldigte bei uns mit reinkommt? Als Base? Ja. Ja, das schafft man nicht, ohne dass wir das sehen. Na. Wir könnten auch erst zum Richtung CRS und den Kollegen. Ich glaube, mir wird da gerade Platz gemacht. Wenn ich richtig gezählt habe, sind das jetzt 5 bis 6 Personen. Was hältst du davon? Ich schüttel die jetzt einfach ab. Hä? Ich würde die jetzt einfach abschütteln. Ja, check. Können wir machen. Auf dem Highway, wir kommen den Sunrise nicht. Nee, ich schüttel die ab. Ah, bestimmt. Nicht mir hinterherfahren, auf keinen Fall. Ja, check. Wir fahren getrennt hin. Rammt herum. Die Sau findet mich! Check, wir finden zurück. Und das war ein Unfall gebaut, das liegt vorm. Ja, fahrt weg! Fahrt weg! Check, die Verfolgung. Getrennte Wege fahren. Und schade Marmelade, das ging aber zu leicht. Fahren euch mal weiter, ja. Check, der fährt mir hinterher. Ich fahr ein bisschen in der Stadt rum. Ja, wir sind in Sicherheit. Bestätigt. 2 Fahrzeuge sind an mir vorbei. Haben es nicht geschafft. Ein dritter hier ebenfalls bei.
Ah, wollen die zu Ihnen, Herr Loco? Ja, alle vier bei mir sind jetzt. Weil ich bei denen aus der Gang ausgetreten bin, glaube ich. Wir wollen sie Blatt out. Ja. Ja, verstehe. SUV in Garage A, so wie der Sunrise. Fahren wir wieder hinterher. Ich glaube, die sind alle hinten bei mir. Drei Fahrzeuge bei mir, die wollen mich hops nehmen. Check the Sunrise Run. Ja, dann bleibt ihr jetzt mal zusammen. Soll ich dazukommen? Weil sonst gewinnen wir die Schießerei nicht. Bestätigt. Ich bin jetzt beim Scout. Ich brauche jetzt eine Location. Dann drücken Notknopf und fahre ich an. Wir müssen das jetzt ausfechten, Herr Loco, weil die lassen die Kollegen nicht in Ruhe. Ja. Da müssen sie jetzt leider durch. Wir tun, was wir können. Okay. Ein Check des Handwerks für mich aus der Gefängnis. Für 19. Wiederholen. 55 für 19 kommen. Also ich muss jetzt mit denen reden, oder wie? Nein. Ja, einmal anhalten. Also drei hinter mir, gerade Silber geparkt. Wo ist Treffpunkt? Ich fahr zur Garage A. Silber geparkt. Garage A, drei Fahrzeuge. Was? Shots fired oder was? Noch nicht, die rammen mich hier komplett aus meinem Leben. Ja, fahr nach oben zum FIB, fahr nach oben. Unterm FIB? Check, also oben, ja. Ah, mein Motor raucht, ich muss an Garage A stehen bleiben. Check, Garage A aus der. Weiterfahren oder wir schießen! Weiterfahren oder wir schießen! Alles raus. Die sind unten auf der Straße, auch positionieren sich. Auto ist abgeschlossen, ich laufe unten zum FIB. Kannst du uns einsammeln? Hier unten drin. Lassen Sie uns doch am besten wegfahren. Sitzen bei Fischern. Dann sind wir in Ruhe. Alles Besten. Wird sonst ins PD zurückziehen? Ja, gehen wir ins PD, da haben wir Mauern. Ab zum PD, alle. Check, Scout geht aufs Dach. Check, ihr seid alle noch einsatzfähig? Scout positiv. Lächeln. Wir werden verfolgt von einem Fahrzeug. Ja, Call ist raus. Sobald ihr könnt, dann beschießen. Eine Person. Sind jetzt vom PD Quartus Martin bereit, bitte? Noch sitzen bleiben, ja? Scheiß drauf, nachschießen! Ich mach Scheiß drauf! Komplette Umgebung jetzt, komplette Umgebung. Tango sitzt noch im Fahrzeug bei mir. Ja. Wie gesagt, Scout geht aufs Dach. Wo war die Sichtung? Ich behalte die Sichtung auf den im Sunrise, damit die den hier nicht weg. Dann nur nochmal Schatz auf die Reifen. Ich habe mal kurz Sperr zum Broadcast. Sind Richtung Norden? Der Trainer sagt am Stacheldraht, Richtung Norden soll was sein. Hinten am Burgerladen. Ein Auto gut beschädigt, hinten links down. Lucky Plucker, Norden, Norden, Norden. Ah, check. Trainee, du bleibst auf dem Gelände, du hast nur einen Taser, das bringt uns. Da geht Placker, ein Officer down.
Direkt, die kommen jetzt über rechts. Ja, ja, über rechts kommen die. Die sind Hauptstraße. Die kommen dir entgegen, Gerald. Direkt. Ah. Ah, Richtung Osten. Ich bräuchte noch was. Warte, ich bin weg auf dem Dach. Boah, starke Hit. Ich hab nichts. Meine Auto, Lucky Placker Nord. Check. Bei dir war das Auto, Gerald. Eine Person noch östlich an der... Hier kommt noch ein Fahrzeug, ich muss... Im Laufe jetzt. Check. Ich warte hier vorne an der Straße. Vermutlich einen weiter rauf. Drei bei mir! Drei, ja, pushen! Oh, das waren drei! Wo kommen die denn her, Digga? Das waren drei! Alter, ich dachte einer! Ach du lieber Himmel, du! Och nö! Das waren drei! Nee, da machst du nichts. Nee, da hast du keine Chance. Oh, weil ich dachte einer, ne? Ich hab die ganze Zeit nur einen gesehen, dachte mir, ach komm, den push ich, den mach ich Schaden. Gerald macht ihn dann aus. Nee, da machst du gar nichts, ne?